So in letzter Zeit geht's eh so in Sachen Minecraft drunter und drüber schon durchbackelt. Halli, hallo, Hallöle, willkommen zurück zu FIFA 14 Ultimate Team. Beim letzten Mal haben wir gegen den FSV Frankfurt gewonnen und heute geht's einfach weiter mit gegen Charlton Athletic. Das habe ich gerade schon gesehen. Deshalb rot, weiß. Ja, ich mach's rot-weiß. Nein, eigentlich nicht so. Ich bin nicht so der Mayo- oder Senf-Typ. Lieber Ketchup. So, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich werde wahrscheinlich gar nicht mal so auf das Spiel heute eingehen, weil es eigentlich heute mal um was ganz anderes geht. Klingt komisch, ist aber so, es geht um ein ganz anderes Spiel. Und zwar das, was ich auch letztes Mal, und zwar Minecraft. Nur habe ich Minecraft gestern schon ein bisschen voraufgenommen und wenn ich das erst nächste Woche bringe, ist das Ganze schon viel zu spät. Deshalb reden wir jetzt einfach mal im FIFA-Let's Play über Minecraft. Minecraft wurde von Microsoft für 2,5 Milliarden Dollar gekauft. Das ist toll, ne? Wow, ja, und Notch hat ja auch Mojang verlassen. Dadurch ist das Ganze wohl so zusammengekommen, wie es zusammenkommen müsste. Also in letzter Zeit geht es eh so in Sachen Minecraft drunter und drüber schon durchbackelt. Was ja irgendwie durch Dinnerbone zwar geupdatet werden soll. Oh, guck mal, ich habe ein Tor geschossen. Luis Fabiano, 8. Minute. Das wundert mich. Weiter. Aber selbst da kam ja im Moment noch nichts. Auch generell alle Versionen von Bucket sind ja down. Down, 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 down. Da gab es ja auch so ein, wie hieß das Ding, DMCA Takedown. Von jemandem, der da mitwirkte. Und meinte, ja, ich habe Copyright. Wir nehmen das Ding einfach mal runter. Dementsprechend sind natürlich auch zum Beispiel Spigot, was ja eigentlich eine verbesserte Version von Bucket ist, betroffen worden. Und Cauldron. Was mit Forge zusammen und Bucket so ein Projekt war, um halt auch Mods zu unterstützen. Hieß vorher mal MC PC Plus. War dann halt so eine Weiterentwicklung davon. Oder immer einen Namen. Aber auch da gibt es ja schon seit ein paar Tagen, eine Woche, keine Ahnung. Ich glaube, müsste schon eine Woche ungefähr sein. Auch schon wieder Hoffnung für ein neues Projekt und zwar ist es Sponge. Was denn alles so ein bisschen zusammenpacken soll auch. So, dass da Forge auch geht, denn. Why not? Wenn es andere Probleme gibt, dann macht man einfach woanders neu anfangen. Gibt zwar davon auch keinen offiziellen Bild, keinen ersten. Aber warten wir da auch einfach mal ab. So, jetzt muss ich mich ja ein bisschen konzentrieren. Aber man merkt, selbst wenn ich rede, es geht mit dem Spielen. Es ist nicht so, dass es überhaupt nicht geht. Es geht schon. Er war am Ball, deshalb kriege ich den. Nein. Ich war am Ball, deshalb kriegt er ihn. Da war wieder irgendwas. Gut. Das soll es eigentlich in Sachen Minecraft auch schon wieder fast gewesen sein. Vielleicht fällt mir ja noch irgendwas ein, was ihr euch. Was gut, also gut, ich kann ja noch meine Meinung dazu geben. Also, Minecraft soll ja da nicht viel jetzt verändert werden durch den Kauf von Mojang halt an Microsoft.
Auch alle Plattformen sollen weiter unterstützt werden, auch halt die PlayStation 3, PlayStation 4 und PS Vita Version, die es ja noch gibt. Oder halt iOS und Android-Geräte. Was ich dann eh noch denke, wahrscheinlich Windows Phone wird dann irgendwann auch noch kommen durch Microsoft. Und es wurden ja auch Mojang-Mitarbeiter, halt wie zum Beispiel auch Dinnerbohnen, übernommen. Weil irgendwie muss ja das Spiel auch weitergeführt werden. Aber ob da in Sachen Bucket noch was kommt von Dinnerbone, bezweifle ich. Außer er schreibt das da auch noch mal komplett neu. Aber denn selbst das dauert ja denn. Und da gab's jetzt das 1:1. Schade. Aber nicht entmutigen lassen. Möglich ist ja noch, dass wir hier den Klassenerhalt schaffen, auch wenn wir es nicht erleben, weil ja dann FIFA 15 kommt. Also wenn die Liga hier genau oben ist mit den Spielen, dann ist es auch soweit, dann ist FIFA 15 da. Alles schon zusammengerechnet. Und ja, dann werden wir uns da weiter begnügen. Auch wenn wir da erstmal natürlich von vorne anfangen müssen. Aber ich denke mal, das ist ja wohl das geringste Übel. Natürlich gab es auch noch andere Spiele von Mojang. Ich habe bei Kobalt, was es ja noch gab, das weiß ich jetzt nicht genau, ob es von Mojang war. Da war ja auch noch eine andere Firma irgendwie hinter, die von Jap betrieben wurde. Irgendwie so. Ich glaube, da war Mojang oder so der Publisher von. Aber sonst gibt es noch Scrolls, was auf alle Fälle von Mojang ist. So ein Kartenspielchen. Hatte ich übrigens auch mal in Planung, das zu Let's Playen. Weil ich hab's mir zugelegt. Aber noch nicht gespielt. Wenn da mal ein geeigneter Platz ist in meiner Upload-Liste, kann ich's ja mal machen. Wenn Interesse besteht. Übrigens ist es so, dass ich die meisten Kommentare auf FIFA Let's Plays bekomme, grundsätzlich. Ist mir nun schon mal so aufgefallen, deshalb rede ich jetzt einfach total im Blödsinn im FIFA Let's Play. Da kommen einfach die Kommentare auch besser. Also, da kommt besser was Standard, als wenn ich es in Minecraft rede. Das merke ich ja immer, wenn ich irgendwas in anderen Let's Plays sage. Könnt ihr ja was in den Kommentaren schreiben, da kommt gar nichts. Wobei ich nicht weiß, ob manche auch einfach nur drauf aus sind, Werbung zu machen für sich. Und das über FIFA vielleicht noch am besten läuft. Als halt zum Beispiel über Pokémon oder die Sims 4. Wobei das ja auch erst frisch draußen ist. Selbst da könnte es ja aber noch klappen. Hat wahrscheinlich noch keiner gesehen, deshalb. Aber Minecraft ist ja eh so ein Allerwelts-Spiel. Trotzdem rede ich einfach in dem Let's Play drüber. Weil es so die Runde gemacht hat. Und jetzt gib mir den verfluchten Ball. Danke. Na, jetzt kommt der da nochmal.
Oder war dran, ja? Ja. Ja, da war keiner mehr dran. Also ich meine, wenn euch die Videos gefallen, es gibt auch noch andere Videos außer FIFA. Sonst könnte ich ja nur FIFA aufnehmen. Das wäre ja auch Quatsch. Mache ich ja auch aus Gründen nicht. Vielfalt ist ja immer am besten auf einem Let's Play-Kanal, als wenn man zum Beispiel nur Minecraft bringt oder nur FIFA. Das sieht man ja vor allem auch bei Gronkh und Pete's Meat. Solltet ihr euch einfach mal da ein Beispiel dran nehmen. Es gibt ja wohl auch einen Grund, warum da so viele Abonnenten sind. Es ist die Vielfalt. Weil wenn man nur ein Spiel spielt und das grottig, dann interessiert es keinen. Wenn man mehrere spielt und das Ganze auch gut rüberbringt. Und ich denke mal, das ist bei Gronkh. Gronkh ist ja in dem Fall ja eh so das Paradebeispiel. Mit den meisten Abonnenten, weil Pete's Meat hat ja weniger. Aber trotzdem auch bei Pete's Meat, einfach weil es ja auch mehrere Leute sind. Da merkt man halt, es wird geguckt. Und wenn es geguckt wird, dann hat man auch Erfolg. Und darum geht es ja nun mal. Einfach zwischenrennen. Natürlich gibt es auch Spiele, die werden da nicht gespielt. Also, das ist klar. Also, Pokémon wird da auf keinen Fall gespielt. Das ist weder bei Gronkh noch bei Pete's Meat. Die sind ja auch da nicht so für veranlagt, denke ich mir mal. Und es soll ja auch immer noch Spaß machen. Und wenn man keinen Bock hat auf ein Spiel, dann spielt man es nicht. So wie war es bei mir ja am Anfang auch. Es war ja auch noch geplant, dass am Mittwoch und Freitag um 21 Uhr am Anfang ein Video kommt, und zwar Metro 2033. Bis mir dann aber vorher aufgefallen ist, das macht mir aber überhaupt keinen Bock. Und dann habe ich es sein lassen. Das ist das einzige Let's Play in meiner Reihe, dass ich deshalb nicht Let's Played habe. Seitdem steht auch immer in meinem Upload-Plan Mittwoch und Freitag 21 Uhr reserviert USK 18. Das ist aus diesem Grund übrigens da drin, ne? Falls ich denn da doch mal was spielen sollte. Ich meine, möglich ist es, dass ich da irgendwann mal irgendwas spiele. Vielleicht nicht Metro 2033, weil es ja auch schon eine Redux-Version gibt. Wenn, dann würde ich ja eh sowieso das eher spielen, denn. Aber aktuell denke ich mal, wäre beides nicht so das, was ich spielen werde. Vor allem ist es ja auch immer ein bisschen ausschlaggebend. Kann man zwischendurch speichern oder nicht? Weil dann muss man nämlich immer ein bisschen mehr aufnehmen. Das war so das Problem auch, was ich bei Evoland hatte. Aber es ist ja glücklicherweise durchgegangen, ne? Ich habe alles gezeigt. Einmal muss ich was nachkommentieren. Aber es gibt halt immer irgendwelche Probleme. Entweder meine Stimme wird nicht aufgenommen, wie bei Evoland, oder wie halt letzt noch in Minecraft, wo einfach das Ingame nicht aufgenommen wurde.
War aber hier fast auch wieder so der Fall, übrigens, habe ich vor der Aufnahme gesehen. OBS hat da auch nur Schwarzbild. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Let's Player sind vor technischen Problemen nicht. Also die, da kann es auch mal passieren. So. Und bevor ich hier mich noch mehr zu Tode rede, war es das Ganze. Auch wir haben 1 zu 1 das Ganze unentschieden rausgehauen. Also es endete unentschieden. Jetzt kriege ich auch nichts mehr zusammen. Zum Ende geht alles durch den Bach runter. So, 7 Punkte. Joa. So wie es aussieht, ist die Prognose bei 10. Oder? Sieht so aus, als wenn der Strich bei 10 war. Jo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder gegen irgendwas. Was ist das? Strobs Gott ZIF? Könnte irgendwas Schwedisches sein. Ist auch egal. Sehen wir ja dann. Bis dann und macht's gut.